Was haben wir als nächstes vor? Wir wollen ja diese drei Waggons wollen wir eben beleuchten. Einerseits kommen hier bei, so, wo habe ich das jetzt hingetan? Ich habe gerade vorher noch in der Hand gehabt. Und schon ist es weg. So. Einerseits kriegen die Waggons, die Personenwagen hinten und vorne, so ein weißes Lämpchen, weil ich das nicht so weit hinaus werde stecken, gerade so viel. Beim Gepäckwagen kommt dann hinten so ein rotes Lämpchen dazu, das als Schlusslicht. Ja, und dann natürlich soll auch die Waggons beleuchtet, innen beleuchtet sein. Dazu muss ich mir so ein Päckchen sozusagen zuerst zusammenlöten mit einem Kondensator, einem Brückengleichrichter, der kommt da so rauf, mit zwei Dioden, mit einer 2K und einer 100K, 100 Ohm Diode. Da ist folgenderweise, der Brückengleichrichter wird mit minus, das Minus vom Kondensator wird am Minus vom Brückengleichrichter angelötet. Am Plus wird eben diese 100 Ohm angelötet und geht zum Plus vom Kondensator. Unten kommen dann die Gleise Gleisanschlüsse angelötet. Also die beiden, das ist dann egal, welche Seite. Und beim Plus kommt dann eben einerseits noch der 2K Ohm-Widerstand. Und von da kommt das Plus von den LEDs. Und das Minus von den LEDs wird da oben angeschlossen oder angelötet werden. Gut, so soll das Bäckchen dann ausschauen. Und das Bäckchen, damit das reingeht, da habe ich mit der Fräse da diese zwei, ich hoffe jetzt man sieht es, die Zwisse, warte, ich werde da irgendwo Spatel nämlich, da sind ja so zwei Laschen, wenn ihr das seht, die da, die waren da auch, die habe ich da weggefräst und dadurch wird dann dieser Kondensator da schön da hineinpassen, in einer Höhe, dass es sich da oben auch ausgeht, hoffentlich. Also mal schauen, zumindest ja, wir schauen, dass dann Brückengleichrichter und das alles ein bisschen so seitwärts ist und es ist nicht so stark sichtbar durch die Fenster, da das genau da in diesen Mittelteil hineinkommt. Gell? Und ich werde ja da sitzende Personen auch noch irgendwie hineinfudeln und bekommen, weil ich weiß nicht, ob das kriegt man nicht wirklich runter, ohne dass man da was kaputt macht. Ja. Also so ist jetzt der Plan. Da jetzt beim Gepäckwagen ist kein Problem, da ist hinten so ein mit Fenstern, wo man nicht durchsieht, da kommt einfach da das Bäckchen hinein. Das ist dann auch nicht so das Problem. Und vorne der Gepäckbereich ist dann auch beleuchtet. Das ist eben, was wir jetzt bei der Beleuchtung dieser Waggons machen wollen. Natürlich kommt auch der dazu. Da habe ich das Gleiche gemacht. Und ja, das ist ganz einfach gewesen. Man tut mit der Fräse einfach das so wegfräsen und dann natürlich mit Vorsicht, dann ist diese Lasche weg und dann hat man Platz. Sonst geht sich das mit diesen Kondensator nicht wirklich aus. Ja, demnächst so als Beleuchtung nehme ich eben diese wie soll ich sagen, verschweißten LEDs da, SMD-LEDs, glaube ich, sind das. Und die kommen, da kommt da eins rein und da eins rein. Wie ich die befestigen werde, das weiß ich noch nicht, aber das ist jetzt nicht so erprobt. Das kann man mit einem doppelseitigen Klebeband auch aufpicken auf die Decke, damit es schön nach unten leuchtet. Na gut, das ist jetzt einmal das, was ich machen möchte. Ob es mit diesen Bäckchen dann Kondensator, Brückengleichrichter, 2K und so, ob das von der Beleuchtung her
reicht, muss ich dann, werde ich dann sehen. Und ja, dann, das muss man dann eh durchtesten. Gut. Das fertige Paket schaut jetzt so aus. Wir haben eben den Minus an Minus angeschlossen, das Plus an Plus mit den 100. Ohm, ja. Da muss ich mich noch mal überzeugen, ob das wirklich 100 Ohm nicht. Und dann haben wir mit 2K haben wir das auch noch angeschlossen. Passt. Und dann, ja, da brauchen wir jetzt im Prinzip ja nicht so viel wieder. Da können wir ruhig wieder da wegschneiden. Da kommt jetzt der Pluspol von die LEDs, da der Minuspol angedeckt. Und jetzt kontrollieren wir das noch, ob das da noch reinpasst. Ja, es passt noch schön rein. Einzige, was ich nicht glaube, ist, wenn ich das so habe, dass dann das Dach drauf geht. Das werden wir auch noch testen. Ah, wohl. Super, das Dach geht auch noch drauf, wenn wir es oben haben. Das ist sehr gut, weil dann haben wir im Prinzip da kein Problem mit den Kabeln das anzuschließen und es ist auch von unten fast nicht sichtbar. Gut, bevor wir jetzt da mit den ganzen Verkabelungen anfangen, brauche ich ja noch Männchen, die drinnen sitzen, Männchen und Weibchen. Und ich verlinke es oben rechts, mir da so ein paar Männchen geholt, Figuren geholt aus China, die ich jetzt dann noch selber bemalen werde. Und ihr seht das, was ich da jetzt gerade mache. Da tue ich jetzt gerade einmal von den 4 Personen, die ich da jetzt unterschiedliche habe. Muss schauen, ob ich in einer anderen Packung noch andere habe. Ich habe ja 4 Packungen gekauft, ob da noch irgendwo ist. Aber jetzt tue ich einmal mit dem Stanley-Messer ganz vorsichtig so Überstände wegschneiden. Mhm. Und sozusagen das zu säubern, weil das sind manchmal eben so Plastiküberstände vom Druck. Offensichtlich ganz arg, auch ganz oben am Kopf. Da dürften sie irgendwo befestigt gewesen sein. Gut. Und da machen wir jetzt da, fangen wir mal mit dieser Dame da an, dass wir das selber bemalen. Das heißt, wir fangen jetzt einmal bemalen mit Menschenhautfarbe. Das war ein bisschen zu hell. Aber mal schauen, ob ich da noch was Besseres habe. Aber es scheint eh das die Hautfarbe zu sein. So, da brauchen wir jetzt dann natürlich, okay, da schaut nicht gut aus mehr, einen ganz feinen, einen 3-0er Pinsel. Ja. Und mit dem 3-0er können wir jetzt dann natürlich, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen, in dem Fall eben schön alles, was eben, wo jetzt Haut sichtbar ist, wie eben das Gesicht, die Hände, okay, da bis die Jacke nur bis daher, die können wir jetzt dann da anmalen. Gut, jetzt habe ich die Figuren selbst
angemahlen. So schauen sie aus. Ich werde dann noch ein Foto machen, damit man das besser sieht. Ja, ist ein bisschen viel Arbeit. Man braucht einen 3-0er Pinsel, aber ihr seht, es geht. Natürlich sind sie nicht, diese Figuren, natürlich sind sie schön wie die von noch. Keine Frage. Ich gebe da jetzt einmal eine Figur von noch dazu. Die steht halt. Die schaut halt natürlich wirklich um einiges schöner aus. Und deswegen kosten sie natürlich auch mehr. Aber ich habe mir gedacht, wenn sie dann drin sitzen, sieht man ja das nicht so genau in den Waggons. Also passen die auf jeden Fall. Jetzt einmal, jetzt sieht, ich habe die Männchen, die ich angemalt habe, sitzen drinnen. Da an der Stelle eben eine Mutter mit ihrem Kind, vorne ist dann der mit der Lederhose, passt genau zu diesem Outfit auch vom Zug. Da ist noch eine Frau extra, die zwei, ein Ehepaar, habe ich sozusagen da hineingesetzt. Man sieht sie auch schön. Eben, wenn man da hineinschaut. Jetzt müssen wir das Ganze da jetzt einmal, da haben wir gesagt, dann machen wir das umgekehrt, weil jetzt da die Frau ein bisschen im Weg ist, passt das so besser. Ah, es passt so auch. Okay. Und man sieht es nicht wirklich. Sehr gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen da, und das nicht so weit heraus, da kommt auf der Seite das Gleiche, dann kommt, da habe ich jetzt schon zugeschnitten, auf der einen Seite, wo ist der jetzt hin verschwunden? Das ist faszinierend oft, wie dann alles verschwindet. Okay, da kommt dann noch von. Mir das runtergefallen? Okay, sehe ich jetzt nicht. Die Drähte, die ich abgeschnitten habe von dem einen, das sind die. Diese fertigen LEDs, SMD-LEDs, die schon sozusagen in einen Plastiktropfen drinnen sind und eben verkabelt sind, habe ich da abgeschnitten. Ah, da ist er, das sieht man. Und da kommt einer so beleuchtet und einer in die Richtung. Da oben kommt auch noch was drüber, etwas Schwarzes, damit eben das WC-Häuschen nicht Licht abbekommt. Ja, das waren wir jetzt. Und wenn ich das erledigt habe, dann melde ich mich wieder. Gut, damit ihr jetzt das schön sehen könnt, was ich da jetzt alles gemacht habe. Ja, das druckt da doch wieder rein. Ja, das müssen wir noch einmal fester kleben, aber sonst passt das. Ah, ihr seht ja, wir haben da ein Schlusslicht, oder ein Schlusslicht, ein Vorderlicht. Wir haben da die ein Licht für dieses Abteil, wir haben ein Licht für dieses Abteil. Das werde ich noch ein bisschen mehr darüber schieben. Die Pluspole sind alle hier zusammen, die Minuspole sind hier aufgeteilt und über dem Brückengleichrichter habe ich eben das mit die Räder verbunden, was eben die Stromzufuhr betrifft. Damit das schön aufliegt, habe ich da unten ein kleines Holzblättchen, wenn ihr seht, reingetan. So liegt das schön auf und sollte eigentlich da ein bisschen weiter draußen. Ich werde da noch was dazwischen schieben, auch da, damit das nicht so weit rausgeht. Und ja, weil das kann man schön alles biegen. Und ihr habt gesehen, trotzdem geht das Dach schön rauf. Wenn ihr es nicht zu hell haben möchtet, dann nehmt halt statt ein 2K
ein 3, 4 oder 5K. Ich habe jetzt nur zwei Kartennummern, weil ich doch 1, 2, 3, 4 Lämpchen drauf habe. Habe ich mir gedacht, ja, nehme ich lieber 2K. Ja, ich bleibe bei 2K. Das leuchtet für mich genauso, wie ich das haben möchte. Aber das ist jedem so seine Geschmackssache. Ja, so seht ihr, ist es eigentlich nicht schwer gewesen. Eben der Kondensator, der eben Strom speichert ein wenig, der Brückengleichrichter, der 100 Ohm, der 2K Ohm und das alles dann eigentlich mit Drähte verbunden. Die Drähte habe ich einfach, was ich von denen weggeschnitten habe, habe ich dann da verwendet. Das sind schöne, dünne eben Kupferdrähte, die eben beschichtet sind mit einer Silikonschicht oder so. Und dadurch kann auch es keinen Kurzschluss geben. So viel eben zu diesem Projekt. Ich habe jetzt ja noch diesen und dann auch den noch zu machen, aber das zeige ich euch jetzt nicht mehr. Ihr habt gesehen oder ihr seht gleich, dass es eben schön leuchtet. Und ihr das seht, dass das jetzt wirklich schön leuchtet, mache ich da mal das Licht aus. Also ihr könnt sehen, wir haben eine Innenbeleuchtung. Da leuchtet es nicht, weil das das Klohäuschen ist. Wir haben auch ein Licht am Ende. Mal schauen, ob wir das noch besser hinkriegen. Wir haben auch da ein Licht auf der Seite. Man sieht das. Und so, dass ihr von der Seite das auch noch seht. Ich mache nochmal das Licht aus. Also die Innenbeleuchtung funktioniert wunderschön, leuchtet und eben auch diese Schlusslichter. Man könnte vielleicht statt 2K sogar noch weniger reintun. Oh na, es passt. Ja. Es sind doch vier Lämpchen, die eben angeschlossen sind. Und ihr seht, der Kondensator ist deswegen drinnen, wenn ich das wegnehme von der Gleise, leuchtet das noch eine Zeit lang. Dafür ist der Kondensator da, falls es eben einen Übergang gibt, wo es kein Strom vielleicht gibt, dass es trotzdem weiter leuchtet. So, ihr seht, alle vier Lämpchen leuchten jetzt ohne die Decke drüber. Was ich da gemacht habe noch, da bei der Seite, also bei da links und rechts auch noch ein Hölzchen hinein, damit das nicht so weit hinaussteht. Ja, und jetzt glaube ich, passt das sehr gut, ist der 2K Ohm, passt der Widerstand, der haltet das alles in einem Lichtstärke, die meines Erachtens, also mir passt so. Und eben innen drinnen kann man dann schön hineinsehen, man sieht auch jetzt die Männchen schön. Und hier ist noch Mutter mit ihrem Kind.